Produkte für Schönheit und Pflege. Erschwinglich und für jeden Typ. Damit lockt die Kosmetikindustrie. Wenn ich das Bedürfnis habe, reich, schön und berühmt zu sein, dann bin ich dankbar für jedes Angebot, was mir diesem Bedürfnis ein Stück näher bringt. Wir stellen Werbeversprechen auf den Prüfstand. Lohnen sich eigentlich Antifaltencremes? Unsere Experten schauen ganz genau hin. Und was wollen die Kundinnen? Ja, wir Frauen sind alte, ne? Und wir werden nicht jünger. Wir müssen mit der Zeit mitgehen. Ja, Konkurrenz schläft nicht. Bei Männern soll Koffein-Shampoo für volleres Haar sorgen. Funktioniert das? Wir machen ein Experiment. Wenn es nur für die Haare ist, dann tut's für alle Frauen Männer! Ja! Außerdem Whitening- und Repair-Zahncremes für ein strahlendes Lächeln. Doch was steckt drin? Und halten die Pasten, was sie versprechen? Wir zeigen die Tricks der Kosmetikindustrie. Das Markenzeichen des reifen Mannes, schütteres Haar. Wer obenrum gern mehr hätte, für den gibt es Koffein-Shampoos. Doch was können die wirklich? Im Sportpark München Haar treffen wir eine Männergruppe, die nicht nur fußballerisch einige Nachwuchsprobleme hat. Die Altherrenmannschaft der Luftschnapper aus der Münchner Hobbyliga. Seit Jahren gehören sie zu den erfolglosesten Mannschaften im Wettbewerb. Und auch heute machen sie ihrem Namen alle Ehre. Die Luftschnapper verlieren mit 1:5. Niederlagen tun weh, aber man gewöhnt sich dran. Und was sagen die Männer zum Thema Haarausfall? Nein, also stört mir nicht. Also ein bisschen was ist ja noch da. Und nein, ihr seid weg und dann sind sie weg. Habe ich keine Probleme damit. Hab dann auch mal beim Hautarzt gefragt, aber dann heißt es halt, das ist halt einfach erblich bedingt. Also ehrlich, steht zu den grauen Haaren. Die stören mir tatsächlich, ja. Die habe ich leider von meinem Vater geerbt. Erblich bedingt haben manche Männer mehr Haar, andere mehr Hormone. Denn wissenschaftlich ist belegt, das Männlichkeitshormon Testosteron hemmt das Haarwachstum. Irgendwann sprießt gar nichts mehr. Doch kann Koffein da wirklich Abhilfe schaffen? Es treten an der Marktführer Alpecin gegen die Drogerie-Eigenmarke Balea. Das eine kostet im Schnitt 5,46 Euro, das andere nur ein Viertel davon, 1,35 Euro. Jeder unserer Fußballer soll eins der Produkte 5 Wochen lang ausprobieren. Ich habe was dabei zum Ausprobieren für euch alle. Doping. Zwar nur für die Haare, angeblich. Wenn es aber mehr ist, dann steigen wir auf. Wenn es nur für die Haare ist, dann tut's für alle Frauen Männer auf! Ja! An der Uniklinik München wollen wir mehr über den erblich bedingten Haarausfall erfahren. Dort treffen wir den Dermatologen Professor Hans Wolf. Er hat täglich mit Betroffenen zu tun. Und das deutet schon auf einen erblichen Haarausfall hin. Ich wollte jetzt einfach mal fragen, ob ich dagegen was tue. In den häufigsten Fällen liegt ein erblicher Haarausfall bei den Erwachsenen vor. Da ist ja jeder zweite Mann etwa betroffen, aber auch jede zehnte, vielleicht sogar jede fünfte Frau im Lauf des Lebens. Doping für die Haare. Marktführer Alpecin verspricht in seiner Werbung Abhilfe. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Verschiedene Hersteller versprechen volleres oder kräftigeres Haar durch Koffein und verweisen auf Laborstudien. Und die liefen zum Beispiel so ab. Mediziner legten menschliche Kopfhautproben in verschiedene Nährlösungen ein. Neben Testosteron, dem Hormon, das Haarwachstum ausbremst, enthielten manche zusätzlich Koffein.
Nach 5 Tagen Einweichen zeigte sich, unter Laborbedingungen konnte Koffein den Hormoneffekt tatsächlich mindern. Aber ein Shampoo? Das hat man doch nicht tagelang auf dem Kopf. Die Studien wurden zum Teil ja auch gar nicht mal an Patienten, an Menschen gemacht, sondern man hat einfach irgendwelche Haarwurzeln isoliert und dort irgendwas draufgekippt und die sind dann halt ein bisschen weiter gewachsen. Also das ist für mich wissenschaftlich nicht satisfaktionsfähig. Fazit: Das Versprechen fußt auf Laborstudien, deren Übertragbarkeit umstritten ist. Zudem bemängeln Kritiker, dass die Hersteller oft selbst an den zitierten Studien beteiligt sind. Und was meinen unsere Fußballer? Persönliche Eindrücke nach 5 Wochen Koffein-Doping. Ich war beim Friseur vor 2 Tagen, der hat ein bisschen geschmunzelt. Meine Ohrhaare sind stärker gewachsen. Also es sind auf jeden Fall nicht mehr Haare geworden. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen griffiger geworden, aber auch schuppiger. Ja, mir wäre lieber ohne Schuppen. Ich denke, das Haar ist ein bisschen weicher geworden. Aber ich merke jetzt keinen Unterschied, was das Produkt verspricht. Also ein bisschen länger sind sie geworden, weil ich es nicht geschnitten habe seitdem. Aber die lichten Stellen sind immer noch da, die Geheimratsecken. Also es hat sich überhaupt nichts verändert. Absolut gleichbleibend. Was sagt die Industrie? Der Hersteller von Alpecin möchte kein Interview geben. Die Rückmeldung kommt schriftlich. Unsere koffeinhaltigen Haarpflegeprodukte beugen erblich bedingtem Haarausfall vor. Dies wurde in wissenschaftlichen Studien bestätigt. Billig-Konkurrent Balea schreibt: Unser Koffeinshampoo dient in erster Linie der Reinigung von Kopfhaut und Haaren. Die vorbeugende Wirkung gegen erblich bedingten Haarausfall kann in Kombination mit unserem Koffeintonikum erzielt werden. Fazit: Ob billig oder teuer, uns hat keins der Shampoos überzeugt. Was unter Laborbedingungen funktioniert, übertragen die Hersteller auf den Alltagsgebrauch. Rechtlich genügt das als Wirksamkeitsnachweis, egal was das Shampoo kann. Doch es gibt Hoffnung. Wer bei Haarausfall frühzeitig zum Hautarzt geht, hat gute Chancen auf Besserung. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass man gegen Haarausfall etwas wirklich medizinisch Vernünftiges machen kann. Dafür sollte man allerdings einen Arzt aufsuchen. Und da gibt es verschiedene Produkte, die sind preiswert, die kosten vielleicht höchstens 50 Cent Behandlungskosten am Tag. Also das ist rational und vernünftig. Alle anderen Mittel, die so erhältlich sind, sind meiner Ansicht nach reine Geldverschwendung. Ein Gutes aber hatte unser Shampoo-Test. Die Hobbykicker aus München sind in Bestform. Heute macht ihnen auf dem Platz niemand etwas vor. Ob's vom Koffein-Doping kommt oder nicht. Nach 4 Niederlagen in den letzten 4 Spielen folgt endlich der wohlverdiente Sieg für die Luftschnapper. Der Jubel des Publikums ermuntert auch die schüttersten Herren. Erfolg macht ja bekanntlich auch sexy. Übrigens, viele Produkte, die mit medizinisch klingenden Formeln und Versprechen locken, sind einfach nur Kosmetik. Und lukrativ. Über 13 Milliarden Euro setzte die Industrie letztes Jahr in Deutschland um. Das sind pro Kopf knapp 170 Euro. Offenbar lassen wir uns von Schönheits- und Gesundheitsversprechen nur allzu gerne verführen. Bewiesene Wirksamkeit, klinisch bestätigt, dermatologisch getestet, von Zahnärzten empfohlen. Was sagt der Verbraucherschutz? Echte Qualitätsmerkmale oder nur wohlklingende Phrasen? Also grundsätzlich darf Werbung nicht lügen. Aber es wird eben auch nicht vorher genehmigt. Das heißt, der Hersteller entscheidet letztendlich, ob die Werbung in Ordnung ist oder nicht. Werbung ist nun mal Werbung und die dient eben, auch wenn es im Gesetz anders steht, nicht zur Information hauptsächlich, sondern hauptsächlich eben zum Kaufanreiz. Wir fragen die Kunden, was bedeutet klinisch bestätigt? Hat irgendwie sowas von Professor und Uni, aber wirklich was sagen tut es mir jetzt nicht. Für mich bedeutet es eigentlich, dass es getestet wurde und geschaut wurde, ob es verträglich ist. Ja, gar nicht schlecht.
Das bedeutet, dass eine Untersuchung am Menschen stattgefunden hat. Was diese Untersuchung aber genau sagt und wie viele Menschen da wie untersucht werden und mit welchen Stoffen, ist hier überhaupt nicht klar. Also für den Verbraucher auch überhaupt keine Hilfe. Klinisch bestätigt steht also nicht für besonders gute Wirkung. Weiter geht's. Ja, wahrscheinlich eine Polsterfirma für Möbel. Ne? Wenn man jetzt sowas liest, denkt der Kunde, aha, das ist ja bewiesen, da muss es ja auch so sein. Laut Kosmetikverordnung müssen Kosmetiker ja die Funktionen, die sie bewerben, auch wirklich beweisen können. Insofern ist das aus unserer Sicht hier Werbung mit Selbstverständlichkeiten. Denn die Aussage gilt für jedes zugelassene Produkt, ob es draufsteht oder nicht. Also ich finde, das ist absolut übertrieben, absolut. Daran glaube ich überhaupt nicht, von Zahnärzten empfohlen. Doch warum fallen selbst die misstrauischsten Kunden auf Werbeversprechen herein? Es gibt im Gehirn zwei Systeme. Es gibt das nachdenkende System, das reflektierte System, und es gibt das intuitive System, unser Autopilot. Kaufentscheidungen basieren auf dem Autopiloten und nicht auf reflektierendem Nachdenken. Wenn wir darüber nachdenken würden, was da steht, dann zerfällt das immer. Aber so entscheiden wir nicht, sondern wir nehmen die Signale wahr. Und wenn ich das Bedürfnis habe, reich, schön und berühmt zu sein, der narzisstische Traum, dann bin ich dankbar für jedes Angebot, was mir diesem Bedürfnis ein Stück näher bringt. Unwiderstehliche Angebote machen Kosmetikfirmen schon in der Frühzeit des Skintops. Die Zähne wieder rund, so wohl, verlangen dabei nach Odol. Gesunde Zähne und am besten auch noch ein strahlend weißes Lächeln. Darum geht's in unserem nächsten Kapitel. Seit Jahren ein Trend im Drogeriemarktregal, Zahncremes mit zusätzlichem Whitening- oder Weißmacher-Effekt. Die habe ich immer zu Hause, aber ich weiß es jetzt nicht. Ich vermute es mal. Ich finde, weil das hat danach schon ein gutes Gefühl, sag ich mal. Weißt, danach ist es schon, also es fühlt sich danach ziemlich angenehm an, muss ich, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube an die Werbung. Ich vermute es, dass es hilft. Ich bilde es mir zumindest ein. Im Angebot sind verschiedene Whitening-Cremes. Unsere Passanten wählen eine davon aus und putzen sich die Zähne. Vorher bestimmen wir mit einem Messgerät die Helligkeit der Zähne. Und nach dem Putzen dann wieder. 180, 120. Also ziemlich genau das Gleiche. Bei keiner Testperson sind die Zähne hinterher subjektiv oder messbar weißer. Bist du jetzt enttäuscht? Ja, schon ein bisschen, weil die ist schon ziemlich teuer, glaube ich. Keine Veränderung? Keine. Boah, jetzt bin ich schon enttäuscht. Kaufe ich nicht mehr. Soll ich für dich sagen, passt da 3 Euro und die bringt nichts, oder was? Wie aussagekräftig ist unser kleiner Straßentest? Wir wollen es vom Profi wissen. An der Uniklinik Gießen erforscht die Zahnmedizinerin Carolina Ganz mit ihrem Team regelmäßig Zahncremes. Für uns vergleicht sie 3 Zahncremes des Marktführers Colgate. Eine ohne Weißmacher für im Schnitt 1,67 Euro, die Max White Optik mit Aufheller für 2,49 Euro und die Expert White mit Whitening-Inhaltsstoff vom Zahnarzt für fast 5 Euro im Schnitt. Getestet wird an echten Zähnen. Die werden zur Hälfte mit Kunststoff abgedeckt, sodass man später behandelt und unbehandelt vergleichen kann. Jetzt landen die Proben für mehrere Tage in künstlichem Speichel und werden regelmäßig ganz nach Vorschrift mit den 3 Testzahncremes geputzt. Weil uns nur der Weißmacher-Effekt interessiert, vergleichen die Forscher per Farbmessgerät die geputzten und ungeputzten Zahnhälften. Ist der Farbunterschied bei Whitening-Cremes größer? Bei den Weißmacherpasten konnten wir nicht viel Ergebnis sehen. Also diejenigen, die bereits schon relativ saubere Zähne behandelt haben, da sieht man zwischen dem Behandelten und dem Unbehandelten jetzt zunächst mal nicht sehr viel in unserem Laborversuch.
Das Ergebnis? Weder Max White Optik noch die teure Expert White machen die Zähne deutlich weißer. Das sieht bei der günstigeren Universalzahnpasta auch nicht schlechter aus. Immerhin, oberflächliche Verfärbungen kriegen die Weißmacher besser weg. Aber aus gelben Zähnen weiße machen, das schafft keine Zahncreme. Die Wirkstoffkonzentrationen, die erlaubt sind, sind sehr gering. Und von solchen geringen Wirkstoffkonzentrationen können wir nicht viel chemische Effekte gar im Zahn erwarten. Wenn Sie wirklich sehr dunkle Zähne oder einzelne dunkle Zähne haben, dann gibt es Spezialverfahren in der Praxis, die Ihnen da möglicherweise besser weiterhelfen als das, was man so als Kosmetikprodukt kaufen kann. Die gute Nachricht: Keine der drei Testcremes enthielt zu viel Bleichmittelchemie. Aber den Aufpreis fürs Weißmachen, den kann man sich sparen. Von Natur aus sind Zähne übrigens gar nicht unbedingt weiß, wie diese Skala zeigt. In Europa ist Schneeweiß eher selten. Wir kommen eher mit A3 zur Welt. Etwa im Mittelfeld der Skala. Zahnpasta allein kann diesen natürlichen Farbton A3 kaum verbessern. Doch wer auf Kaffee, Tee und Nikotin verzichtet, hilft wenigstens, ihn zu erhalten. Im zweiten Teil unseres Tests geht es um den Zahnschmelz. Ist der kaputt, drohen Karies, Schmerz und Bohrer. Diese beiden Zahncremes wecken Hoffnung. UpperCare mit flüssigem Zahnschmelz und BioRepair mit künstlichem Zahnschmelz. Im Schnitt kosten sie etwa 5 Euro. Nicht gerade billig, aber wenn's hilft. Was beide gemeinsam haben, ist der Wirkstoff Hydroxylapatit. Hydroxylapatit ist das Mineral, aus dem unser Zahnschmelz ist. Das ist nämlich sehr dicht gepackt und sehr regelmäßig strukturiert und daher sind unsere Zähne sehr widerstandsfähig gegen Abrieb. Unsere Zähne sind innerlich ein komplexes und empfindliches System. Einziger Schutz, die knallharte Zahnschmelzschicht. Über Jahrzehnte reibt sie sich beim Kauen ab, wird von Säuren im Essen angegriffen und irgendwann ist der Zahn in Gefahr. Denn Zahnschmelz wächst nicht nach. Ihn künstlich wiederherzustellen, wie BioRepair und UpperCare versprechen, das wäre ein genialer Trick. Wieder bitten wir Wissenschaftler um Hilfe. Im Test ausgiebig strapazierte Zahnproben. Funktioniert die Reparatur wirklich? Jetzt haben wir erst noch eine Übersichtsaufnahme. Und daher müssen wir jetzt, damit wir es genauer sehen können, mal etwas hineinzoomen. Da sind wir jetzt bei der Vergrößerung von etwa 4000-fach. Macht Hydroxylapatit diesen rauen Zahnschmelz nach zweimal Putzen schon sichtbar glatter? Wir haben jetzt die Zahnprobe, die wir so vorbereitet haben, in der Hälfte durchgetrennt. Haben die eine Hälfte im Labor zurückbehalten. Und dann wurde das einen Tag lang getragen und mit Hydroxylapatit behandelt. Und was wir jetzt hier sehen können auf dieser Probe ist, dass wir einzelne Partikel erkennen, die also Rückstände oder Reste dieses Hydroxylapatits sind. Das heißt, wir sehen also auch nach der Behandlung mit dem Hydroxylapatitprodukt im Mund keine Auffüllung dieser Defekte. Also man sollte ja vielleicht erwarten, dass das jetzt ganz glatt erscheint, dass diese Berge und Täler, die wir hier sehen, aufgefüllt wären mit dem sogenannten künstlichen Zahnschmelz. Doch der Ersatzstoff füllt hier nichts auf. Zum Vergleich, echter Zahnschmelz, wie er sein soll. Was sagen die Hersteller zu unserem Ergebnis? Von BioRepair heißt es schlicht: Zahlreiche Studien zeigen die Wirksamkeit von Hydroxylapatit in vielen Bereichen der häuslichen Zahnpflege. UpperCare räumt ein. Draufputzen geht nicht. Sichtbare Zahndefekte sind nicht reparierbar. Nur besonders kleine Defekte, die natürlicherweise auch durch Speichel remineralisiert werden können, sind einer Reparatur zugänglich. In unserem Test konnten die teuren Repair-Zahncremes nicht überzeugen. Und das deckt sich mit anderen Untersuchungsergebnissen, zum Beispiel von Stiftung Warentest und Ökotest.
Sommer an der Isar. Eine Wonne. Doch in der kalten Jahreszeit bleibt der Himmel oft grau und wir kommen eh viel zu selten an die Luft. Müssen wir deshalb käsebleich herumlaufen? Im nächsten Test geht es um die flüssige Alternative zum Sonnenbad, Selbstbräuner. Was taugen sie und sind sie wirklich gesünder? Erst aber die Frage, ist braune Haut überhaupt noch ein Schönheitsideal? Dafür haben wir 30 Probanden fotografiert. Anhand der Bilder wollen wir herausfinden, ob Sonnenbräune die Attraktivität steigert. In einer Bar lassen wir 30 Gäste die Bilder bewerten. Wen finden sie attraktiv? Was die Testpersonen nicht wissen, von jedem Model gibt es 2 Fotos. Auf einem davon ist die Haut nachträglich braun getönt. So können wir sehen, ob das gleiche Gesicht in blass oder gebräunt attraktiver erscheint. Wie würden Sie entscheiden? Die Skala reicht von 1 bis 6. Von nicht attraktiv bis sehr attraktiv. Da ist mir eigentlich egal, ob hell oder braun. Aber gebräunte gefallen mir mehr, auf jeden Fall. Zu braun mag ich nicht, muss ich sagen. Ich finde es so ein Mittelding. So alles, was nicht unnatürlich aussieht. Also ich spreche aus eigener Erfahrung, ich bin selber blass. Aber ich finde, dass gebräunte Haut immer irgendwie gesünder und deshalb schöner aussieht. Ich finde, das zeigt mir ja Lebensfreude, wenn man braun ist. Ne? Auch wenn es vielleicht nicht ganz gesund ist, davon mal abgesehen. Zusätzlich zum Kneipentest haben wir die Umfrage auch noch online gestellt. Insgesamt 176 Juroren haben abgestimmt. Und was kommt raus? Braune Haut erhöht tatsächlich die Attraktivität. Zumindest in einem geringen Ausmaß. Aber war das eigentlich schon immer so? Um 1850 gilt die weiße Hautfarbe noch als Zeichen eines hohen Standes. Die Landarbeiter schuften unter freiem Himmel und haben eine sonnengegerbte Haut. Die sogenannte vornehme Blässe zeigt also Reichtum und ist das Schönheitsideal. Um 1900 kehrt sich dieses Bild um. Die arbeitende Bevölkerung zieht in die großen Fabriken. Dort kommen sie selten ans Tageslicht und sind demnach immer sehr blass. Die Wohlhabenden dagegen können verreisen und zeigen dies mit ihrer gebräunten Haut. 1923 liegt schließlich Ganzkörperbräune im Trend. Verantwortlich dafür Coco Chanel, damals eine Stilikone. Die Modeschöpferin taucht nach dem Urlaub an der Riviera braun gebrannt wieder in der Öffentlichkeit auf und setzt damit einen neuen Schönheitstrend. Mit den 1960er Jahren werden Urlaubsreisen für immer mehr normalos erschwinglich. Schnappschüsse auf Farbfilm zeigen knackiges Braun in West und Ost. Das gilt bis heute als sportliches Schönheitsideal. Was aber tun, um ohne Sonne braun zu werden? Die Kosmetikindustrie hat da was. Selbstbräuner, eine echte Alternative zur Sonne? Im Internet jede Menge Fails, Missgeschicke, zu braun fürs Date, komische Flecken nach dem Einschlafen, Weinkrampf nach dem Studiobesuch, das Baby nach dem Stillen oder der Abdruck des Hosenherstellers. Es kann also einiges schieflaufen. Deshalb lassen wir die Selbstbräuner testen. Von Lehrerin Silvi und den Studenten Ben und Regina. Wir checken eine professionelle Bräunungsdusche für über 30 Euro. Die Selbstbräunungscreme vom Drogeriemarkt für 1,58 Euro. Und das Markenprodukt von Saint-Tropez für im Schnitt fast 17 Euro. Silvi testet die Bräunungsdusche mit persönlicher Einweisung. Bei uns ist es so, dass die Bräune 7 bis 10 Tage hält. Erst nach 6 Stunden siehst du die tatsächliche Bräune. Und was ist mit den beiden Selbstbräunungscremes?
Ben bekommt die Creme aus dem Drogeriemarkt. Regina das Markenprodukt. Zuerst müssen sie sich die Packungsanleitung durchlesen. Und los geht's. Also es hat so einen Grünstich, aber sobald es auf der Haut ist, geht's eigentlich. Fühlt sich sogar ganz angenehm an. Ist wie, als würde ich Bodymilk benutzen. Sylvie braucht nichts zu lesen. Die Maschine wird auf ihren persönlichen Hautton eingestellt. Und Bräunungsdusche, Marsch! Ihre Ganzkörpervorbehandlung beginnt in Kürze. Sieben Minuten lang wird Sylvie rundum eingesprüht. Etwas über 30 Euro kostet der Spaß. Ihre Behandlung ist nun beendet. Schon ein bisschen komisch, aber man bekommt ja genaue Anweisungen und dann der Föhn ist warm und dieses Spray, was man da aufgesprüht bekommt, ist leicht erfrischend, aber ist definitiv angenehm. Es zieht total schnell ein, trocknet schnell. Es ist nur die Farbe, ehrlich gesagt, die halt abschreckt und die jetzt in den Händen hängt. Das ist echt krass. Also was mir negativ aufgefallen ist, dass es halt so klumpt auf der Haut an manchen Stellen, dass es halt extrem fettet. Zwischenfazit direkt nach der Behandlung. Reginas Hände und Ellbogen sind auffällig. Bens Drogeriemarktcreme fettet etwas. Und braun ist noch keiner. Am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt in Karlsruhe erfahren wir, warum das so ist. Das ist tatsächlich ein Bräunungsprozess und der dauert eben so eine Zeit, bis es dann gewirkt hat, bis die sozusagen die Reaktionspartner sich gefunden haben und die Reaktion stattgefunden hat dann auch. Der chemische Wirkstoff, der in Selbstbräunern steckt, egal ob aus der Tube oder aufgesprüht, heißt Dehydroxyaceton, kurz DHA. Entdeckt wurde DHA 1920 bei einem Experiment zum Test von Diabetiker-Süßstoffen. Denn DHA ist ein Zuckermolekül. Nur als Süßstoff leider unbrauchbar. Als aber den Kindern im Test zufällig Speichel über die Haut lief, entdeckte man die bräunende Wirkung von DHA. Die Hautverfärbung kommt durch die sogenannte Maillard-Reaktion zustande. Die gleiche Reaktion übrigens, die auch Steaks und Grillhähnchen bräunt. Ist das wirklich gesünder als ein Sonnenbad? Wir würden jetzt nicht sagen, dass eine gesunde Alternative, sondern wir würden sagen, dass keine Gesundheitsgefahr von diesen Produkten ausgeht. Im Vergleich zu einer natürlichen Bräune ist es so, dass diese Selbstbräune keinerlei Sonnenschutz bieten. Also wenn man braun wird, ist es ja so, dass man, wenn man schon eine gewisse Bräune hat, den nicht so schnell einen Sonnenbrand bekommt. Das ist nicht der Fall, wenn man Selbstbräune verwendet. Das steht aber auch als Warnhinweis auf allen Produkten, die wir untersucht haben. Am nächsten Tag treffen wir unsere drei Probanden wieder. Und tatsächlich, alle drei sehen aus, als hätten sie den Nachmittag in der Sonne verbracht. Also einmal musste man so mit leicht gebeugten Knien und so da. Jede Bräunung verlief ganz unterschiedlich. Ich saß dann im Biergarten mit meinem Verlobten und er hat dann gemeint, so, irgendwie wirst du gerade ganz schön braun um die Nase rum. So kreisrund erstmal im Gesicht. Aber es ist dann ganz schnell auch gleichmäßig übergegangen auf den ganzen Körper. Es ging dann gegen Abend zu so einem salzigen Geruch über, also eher unangenehm. Und die Bräune jedoch wurde halt intensiver, aber irgendwann, ja, sagen wir kurz vor Mitternacht, hat es dann aber auch aufgehört mit dem brauner werden. Es sieht nicht schön aus, auf der Handfläche zum Beispiel, weil ich da total orange bin, auch fleckig. Und die Farbe an sich ist halt so ein bisschen orangefarben. Der Moment der Wahrheit. Ben hat die Creme aus dem Drogeriemarkt getestet. Seinen Hautton findet er selbst unnatürlich. Und die Creme hinterlässt Flecken auf den Händen. Regina findet ihre Bräune mit der Markencreme von Saint-Tropez natürlicher. Nur sind ihre Ellbogen und Hände trotz vorherigen Peelings ziemlich fleckig. Einzig Sylvie ist mit ihrem teuren Premium-Look rundum zufrieden.
Entsprechend unterschiedlich fällt das Fazit unserer Probanden aus. Ich würde es, glaube ich, nicht nochmal machen. Ich würde mich dann eher in die Sonne legen. Das Ergebnis ist super schön. Selbst wenn ich in die Sonne gehe, nach einer Woche Urlaub in der Sonne, werde ich nicht bräuner. Nur im Notfall würde ich zu so einer Variante greifen. Also für mich ist es keine Produktempfehlung. Sonnenbräune ohne krebserregende UV-Strahlung. Hier zumindest kann der Wirkstoff DHA punkten. Wem es der braune Teint wert ist, der bekommt für knapp 32 Euro pro Behandlung in der Bräunungsdusche ein ordentliches Ergebnis. Und das hält bis zu 10 Tage. Die Alternativen aus der Tube sind deutlich günstiger. Die Bräune aus dem Drogeriemarkt hält ca. 3 Tage. Das Markenprodukt schafft knapp eine Woche. Unser Tipp: Selbstbräuner kühl lagern. Denn bei unsachgemäßer Lagerung zerfällt der Wirkstoff und setzt schädliches Formaldehyd frei. Und bei der Anwendung besser Handschuhe tragen. Ein Dauerbrenner der Kosmetikindustrie: Anti-Faltencremes. Die Produkte werben mit sofortiger Wirkung, Verjüngung der Haut, Einsatz von Nobelpreistechnologie. Wir wollen wissen, helfen solche Cremes wirklich gegen Falten? Im schönen Augsburg sprechen wir Frauen jeden Alters an. Was halten Sie von den Versprechen der Kosmetikhersteller? Ja, die Falten macht es jetzt nicht weg. Also es hilft was für die Einstellung, man fühlt sich besser. Aber ich glaube, der Prozess lässt sich dadurch nicht aufhalten. Wenn man jetzt liest, Anti-Faltencreme, denkt man, das machst du doch mal. Falten können sie nicht wegmachen. Wie das funktioniert, ob das überhaupt funktioniert, weiß ich nicht. Laut Stiftung Warentest glaubt jede zweite Frau an eine sichtbare Verringerung von Falten durch Anti-Faltencremes. Wie groß der Effekt tatsächlich ist, das testen wir an 4 Cremes. Die günstigste Balea Beauty Effekt für knapp 6 Euro. Die teuerste mit gut 80 Euro Durchschnittspreis, Advanced Time Zone von Estée Lauder. Dazu die Diadermin Age Supreme Regeneration für knapp 8 Euro und die Eucerin Q10 Active aus der Apotheke für um die 25 Euro. Ohne englische Namen geht offenbar gar nichts. Auf Fotos ist es immer leicht, gut auszusehen. Genau wie im Diadermin Age Supreme bringt sogar einen Nobelpreis ins Spiel. Mit Nobelpreis ausgezeichneter Technologie, repariert durch UV-Strahlung entstandene Zellschäden und wirkt gegen alle wesentlichen Zeichen der Hautalterung. Wow, eine Creme, die DNA-Schäden repariert. Hightech-Kosmetik fürs Gesicht? Der Sache wollen wir auf den Grund gehen. Dafür müssen wir nicht in die Apotheke. Der Drogeriemarkt tut's auch. Zu Hause am Computer. Auf seiner Homepage wirbt der Hersteller ebenfalls mit dem Nobelpreis. Doch wie das genau funktionieren soll? Dazu keine Infos. Als Wirkstoff wird Riuvinol genannt. Ein Kunstbegriff. Die Internetsuche führt wieder nur zum Hersteller. Den schreiben wir an. Die Pressestelle hilft. Hinter dem Namen Riuvinol verbirgt sich das Reparaturenzym Photolyase, mit dessen Hilfe 50% der DNA-Schäden in den Zellen repariert werden. Photolyase. Der Genetiker Aziz Sankar entdeckte schon 1983, wie das besagte Enzym beschädigte DNA repariert. Und das Beste? Das passiert in unseren Zellen von Natur aus. Ganz ohne Creme. 2015 bekommt Sankar für seine Forschung den Nobelpreis. Aber was hat die Anti-Falten-Creme damit zu tun? Der Hersteller antwortet uns wieder schriftlich. Bei der Entwicklung unserer Kosmetikprodukte werden die ausgelobten Produkteigenschaften durch wissenschaftliche Tests in Studien mit Probanden nachgewiesen. Der natürliche Wirkstoff ist hier ein Phytoplankton-Extrakt. Der Stoff wird also aus Algen gewonnen und deren Zellen enthalten, wie alle lebenden Organismen, das Reparaturenzym.
Unklar bleibt, wie genau der Wirkstoff Falten bekämpft. Stattdessen gibt's wissenschaftliche Literatur ohne erkennbaren Zusammenhang zu unserer Frage. Das Problem ist, dass eben diese Studien nicht öffentlich gemacht werden müssen oder dass ich als Verbraucher überhaupt keinen Anspruch habe, darauf zu sagen, lieber Hersteller, wenn du damit wirbst, wie beweist du das denn eigentlich? Ich möchte gerne mal gucken, ob dieser Beweis für mich auch wirklich schlüssig ist und ich daraus dann sehen kann, ja, tatsächlich, dieses Produkt funktioniert so, wie ich das erwarte. Diesen Anspruch hat der Verbraucher nicht. Fazit: Wie der Hersteller denn nun genau die nobelpreiswürdige Grundlagenforschung in seiner Anti-Falten-Creme zum Einsatz bringt, das konnten wir auch nach mehrmaligen Nachfragen nicht klären. Aber wirkt die Creme denn wenigstens wie versprochen? Das Institut Dermatest in Münster und 15 Freiwillige sollen das für uns testen. Auch bei meinem Alter, so ab die 50, 40, 50, probieren wir ganz gerne mal was aus. Faltencreme oder Handcreme. Weil ich bin im Einzelhandel tätig und mir ist das schon wichtig, gutes Aussehen. Kommen Sie gleich mit durch? Ich darf Sie gleich mitnehmen. Wir gehen gleich vorne rechts in den Raum. Danke. Ich erwarte, dass die Haut sich verbessert, dass die Faltentiefe sich verringert. Ja, wir Frauen sind eitel, ne? Und wir werden nicht jünger. Wir müssen mit der Zeit mitgehen. Ja, Konkurrenz schläft nicht. Aber jetzt zählt erstmal die ungeschminkte Wahrheit. Mittels digitaler Messtechnik wird die Hautbeschaffenheit der Testerinnen dokumentiert. Wie tief sind die Falten vor dem Cremetest? Am Lidrand, im Bereich der klassischen Krähenfüße, wird die Haut auf den Mikrometer genau vermessen. Außerdem wichtig, die Hautfeuchtigkeit. Denn eine gute Creme sollte auch diesen Wert über den Testzeitraum verbessern. Und dann habe ich dann hier auch Ihr Produkt. Die Tiegel sind neutral. Keine Testerin weiß, ob sie in den nächsten 4 Wochen eine der 4 Spezial-Antifaltencremes oder eine einfache Feuchtigkeitscreme benutzen wird. Ich freue mich. Schönen Tag Ihnen noch. Bis nächste Mal. Tschüss. In der Zwischenzeit widmen wir uns dem Zauberwort, mit dem Kosmetikprodukte auffällig oft werben. Hyaluron. Dabei handelt es sich um einen ganz natürlichen Baustein des Körpers. Er kommt in der Tränenflüssigkeit, in Knorpeln, Gelenken und in unserer Haut vor. Hyaluron-Moleküle speichern sehr viel Wasser im Körpergewebe. Aber klappt das auch, wenn sie künstlich in Cremes aufgetragen werden? Wir fragen nach bei Joachim Kresken. Der unabhängige Pharmazeut hat Antifaltencremes eingehend studiert. Hyaluronsäure ist ein extrem guter Feuchthaltekomplex. Das heißt, Hyaluronsäure kann etwa das 1000-fache ihres Eigengewichtes an Feuchtigkeit speichern. Allerdings ist die Hyaluronsäure ein großes Molekül, eigentlich viel zu groß, um durch die Haut hindurchzukommen. Große Hyaluronmoleküle bestehen aus langen Ketten. Forscher an der Uni München haben in einer Studie untersucht, ob kurze oder lange Molekülketten unterschiedlich wirken. Das Ergebnis: Feuchtigkeit und Hautelastizität nahmen bei allen gleichermaßen zu. Doch die Faltentiefe ging nur bei den Frauen zurück, die überwiegend kurze Hyaluronketten in ihrer Creme hatten. Nur die dringen tief in die Haut vor. Leider aber sucht man auf Kosmetikverpackungen vergeblich nach Angaben zur verwendeten Hyaluronsorte. Oft ist es auch so, wenn Sie beim Hersteller nachfragen, wissen die selber gar nicht genau, welche Hyaluronsäure verwendet wurde. Das ist auch für uns Fachkreise sehr, sehr schwierig, das herauszufinden. Die bloße Anwesenheit von fragmentierter Hyaluronsäure in einer Creme bedeutet immer noch nicht, dass das Produkt auch wirksam ist. Schade, denn genau dafür geben die Kundinnen schließlich ihr Geld aus. Zurück zu unseren 4 Testcremes. Auch Balea und Estée Lauder enthalten Hyaluron. Macht sich das bezahlt? Bei Dermatest in Münster treffen wir unsere Testerinnen wieder. 4 Wochen sind vergangen. Nun wird akribisch gemessen und ausgewertet. Keine der 15 Testerinnen weiß, welche Creme sie benutzt hat. Und wie war Ihr Eindruck?
Die Creme lässt sich gut verteilen, gut auftragen. Ich habe das Gefühl, dass es praller ist im Gesicht, also dass die Haut sich praller anfühlt, weicher anfühlt. Die Haut fühlt sich gepflegt an, die Creme zieht schnell ein. Wobei für mich natürlich immer das Ergebnis, also sichtbare Faltenreduzierung, ich nicht erkennen kann. Die war sehr frisch und ließ sich gut auftragen. Und ich habe das Gefühl gehabt, über Nacht, die Haut, die konnte noch atmen. Ob sich das gute Gefühl auch objektiv bestätigen lässt? Testleiterin Liane Bolke sagt ja. Hier kann man eben ganz schön sehen, dass es da eine Antifaltenwirkung gibt. Die Falten sind vorher stärker da, sind nachher abgeschwächt. Um jetzt von diesen Fotos wegzukommen zu realen Zahlen, in schwarz dargestellt die Vorher-Situation, in blau die nachher. Da sieht man wirklich, dass sich diese Einzelfalte um ein ganzes Stück hat reduzieren lassen durch die Anwendung des Produktes. Wir sehen eine Verbesserung von gut 28%, was die Einzelfaltentiefe betrifft. Also viel mehr kann man von einem kosmetischen Produkt unserer Erfahrung nach nicht erwarten. In unserer Stichprobe konnten alle Antifaltencremes die Faltentiefe messbar reduzieren. Im Schnitt um 20%. Deutlich mehr als die einfache Feuchtigkeitscreme im Test. Doch heißt messbar auch sichtbar? Wir haben hier eine Vorher-Situation, wo die Haut gerötet, ein bisschen gestresst wirkt. Und nach 4 Wochen ist einfach das Gesamtbild ein ganz anderes. Wir haben eine deutlich entspanntere Haut und auch die Augenfältchen in genau diesem Bereich sind deutlich reduziert. Das Beispiel Estée Lauder zeigt, was eine Antifaltencreme leisten kann. Das Gesamtbild hat sich nach 4 Wochen stark verbessert. Doch nicht bei allen Anwenderinnen war das so deutlich. Der persönliche Hauttyp trug in unserem Vergleich mindestens so sehr zum Erfolg bei wie die Marke. Eine Positivwirkung zeigten alle Frauen. Ein echter Wow-Effekt aber kam nicht so recht auf. Fazit: Alle Cremes in unserem Test haben ähnlich abgeschnitten. Ob sie nun mit Nobelpreistechnologie werben oder Hyaluron enthalten. Ob teuer oder günstig. Eine gute Creme muss also nicht viel kosten. Da lohnt sich das Ausprobieren. Die Haut reagiert individuell sehr unterschiedlich, sowohl was den Wirkeffekt als auch was die Verträglichkeit betrifft. Und deswegen ist ein individuelles Ausprobieren immer sinnhaft. Und einen eventuellen Antifalteneffekt, den sehen Sie aber in der Regel erst nach 4, manchmal auch erst nach 6 oder 8 Wochen. Während einen glättenden Effekt, den kann man in der Regel schon nach 1, 2 Anwendungen durchaus spüren und dann sagen, ja, das Produkt, das sagt mir zu oder nicht. Und erwarten Sie nicht zu viel. Schon gar nicht von kompliziert klingenden Superformeln. Die Tricks der Kosmetikindustrie sind vielfältig. Manche clevere Ideen gehen unter die Haut. Anderswo ist eher die PR-Strategie trickreich. Ein Wundermittel für Schönheit und Jugend, das gibt es wohl nur für den, der daran glauben mag.